Ein wichtiges Thema in der Entwicklung sind die Coding Guidelines. Zwar nicht das Lieblingsthema, zumindest von den wenigsten Leuten, aber ein durchaus wichtiges Thema. Und deswegen, ich wurde auch gebeten, ein kurzes Video dazu zu machen. Also deswegen heute mal kurz, warum Coding Guidelines, warum bringt es das überhaupt? Was sind so Best Practice und was sind auch so Streitfragen? Wie hilft Visual Studio vor allem dabei? Und ja, so vielleicht das eine oder andere Tipp und Tool, das man vielleicht dann mal überlegen kann. Mal zwei Beispiele zum Thema Programmierstil. Das ist natürlich bei weitem nicht vollständig. So Stilblüten findet man natürlich ständig immer so on the fly, direkt beim Schreiben oder beim Lesen von irgendwelchen Codes. Aber hier mal zwei herausgegriffen. Eine Stilblüte ist zum Beispiel immer die exzessive Verwendung von While True. Lässt sich darüber streiten. Bestimmt gibt es wen, der jetzt schon aufschreit und sagt, das ist toll, das mache ich ständig, wie auch immer. Oder argumentiert, das ist ja kürzer. Meine Meinung, meine persönliche Meinung und die Meinung vieler anderer ist, while true, wenn's wirklich notwendig ist, ansonsten doch bitte die Bedingung reinschreiben. Klassischerweise muss ich nämlich im while true irgendwo, was man hier rechts sieht, irgendwo innerhalb der Schleife eine Bedingung haben und wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann springe ich mit Break heraus. Warum also nicht gleich die Bedingung ordentlich überlegen und die Bedingung in das While reinschreiben? Dort, wo sie eigentlich hingehört. Die Laufbedingung. Und warum ist das intelligenter, vielleicht so zu machen, gerade wenn der Code länger ist, gerade wenn er sehr verschachtelt ist, wenn er ein Code ist, den man selbst nicht geschrieben hat und so nicht kennt, wäre es doch vernünftig, wenn man einer Bedingung, einer Schleife gleich ansieht, wie lange läuft denn die und sich nicht durch den ganzen Schleifencode durcharbeiten muss, um dann irgendwo das Break zu finden und vielleicht gibt es ja das Break noch an mehreren Stellen. Es ist einfach einfacher, nach der Variable found zu suchen und zu schauen, wo wird denn diese true gesetzt zum Beispiel. Ja. Natürlich, wie gesagt, hier kann man durchaus anderer Meinung sein. Das wäre mal meine dazu. Eine andere Sache ist, Parameter öffentlicher Methoden prüfen. Wenn ich eine Methode habe, die öffentlich ist, dann kann sie auch öffentlich aufgerufen werden, dann sollten die Parameter unbedingt auf Gültigkeit überprüft werden. Also sind die Werte entsprechend gültig und wenn nicht, dann auch nicht zurückschreien, eine entsprechende Exception zu werfen. Es hilft dir selbst, wenn dein Code sozusagen mit deiner eigenen Exception abschmiert, ja, wenn man so will. Warum hilft es dir selbst? Weil ich dann sofort weiß, wenn eine Argument-Exception, Argument-Null-Exception, Argument-Out-of-Range-Exception, irgend sowas kommt, weiß ich sofort doch bitte, dass es irgendwas mit den Parametern zu tun hat, dass diese nicht gültig waren. Dann brauche ich nicht den Fehler in der Funktion suchen, sondern beim Aufruf, welche Werte werden übergeben. Ich spare mir also immens viel Zeit beim Fehlersuchen. Eine Funktion, die hier, oder ein Feature, das hier bereits hilft, sind die Nullable Reference Types von C#. Also hier wird Visual Studio schon, wenn man das benutzt, ja, wird man von Visual Studio schon darauf aufmerksam gemacht, dass es hier den ein oder anderen ja, unüberprüften Parameter gibt. Und wenn hier mal ein Null daherkommt und dieser Parameter nicht geprüft wird, dann, ja, dann geht's rund, denn dann stürzt das Programm ab mit so einer super netten, hässlichen Null Reference Exception, die ja keiner will. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Parameter von öffentlichen Methoden bitte auf Gültigkeit prüfen. Warum nur von öffentlichen? Naja, in den privaten hat man es hoffentlich bereits im Vorhinein schon im Griff. Das sind nur zwei so Stilblüten. Wie gesagt, gibt bestimmt mehr. Wenn euch welche auffallen, wenn ihr welche habt, schreibt es in die Kommentare. Und ja. Ja, eine nahezu unendliche Liste an Blüten, die man bei den Benennungen von Variablen, Methoden, Klassen, Interfaces etc. etc. haben kann. Auch hier kein Anspruch auf Vollständigkeit, nur ein Auszug, worauf man sich vielleicht einlassen könnte oder sollte. Also, ein Sample ist zum Beispiel Variablen doch bitte auf Englisch. Wenn man sich einigt, dass man auf Englisch programmiert, so wie es eigentlich 90% in der Welt machen, würde ich mal behaupten, dann bitte auch die Variable auf Englisch und bitte durchziehen. Ja. Nur weil ich gerade das Vokabel nicht weiß, ins Denglisch zu wechseln, ist keine so gute Idee. Also einfach mal kurz ein Wörterbuch eurer Wahl angeworfen, online natürlich oder offline, egal. Dann Begriff gesucht und alles ist okay.
Das zweite ist, Variablen sollen sprechende Namen haben. Was zum Henker zum Beispiel soll L sein? Ja. Length ist klar, Amount ist klar, Count ist klar. Solche Sachen sind klar. Variablen, die immer nur so einen Buchstaben lang haben, soll es eigentlich nur aus nahezu zwei Sichten geben. Das eine ist die Laufvariable i und j, den Schleifen, so ungefähr. Und das zweite wäre, wenn es sich wirklich um mathematische Formeln handelt. Ja. Wenn es klar ist, dass ich auf Basis dieser Formel, worum es sich um L und X und S und Sigma und keine Ahnung was handelt, dann ist das okay. Ansonsten ist immer die Frage, was zum Henker soll die Variable X bedeuten? Gibt es denn keinen besseren Namen? Und ja, es ist immer ein bisschen schwierig, gute Namen zu finden, hilft aber nicht. Warum ist es gut, gute Namen zu finden? Auch simpel, wenn ich den Code wieder anschaue, dein späteres Ich würde es dir danken, denn dann hast du zumindest eine Chance, einen eigenen Code wieder zu verstehen. Ja, Verwenden von Camel Casing. Camel Casing ist, dass eben Variablen, die, wenn man ordentliche Namen vergibt, dann bestehen diese gern aus zusammengesetzten Wörtern. Und wenn ich zusammengesetzte Wörter habe, dann beginnen A-Variablen klein, mit einem kleinen Buchstaben und dann immer mit einem großen beim zusammengesetzten Wort. Also Amount of großes O, Numbers großes N. Is okay, großes O. Es erleichtert das Lesen ungemein. Ja, das ist Camel Casing, weil so Kamelhöcker gebildet werden. Ja, immer große bei zusammengesetzten Wörtern, große Buchstaben vorne hin, ansonsten Variablen klein geschrieben und auch keine Unterstriche nicht rein. Konstanten zur Unterscheidung sind nur mit Großbuchstaben. Konstanten zur Unterscheidung, wenn aus zusammengesetzten Wörtern stehen, dann, damit man es besser lesen kann, mit Unterstrich getrennt, weil Amount of Data kann man einfach signifikant einfach lesen oder einfach erfassen wie Amount of Data. Deswegen auch Camel Casing bei Variablen oder auch Methodennamen. Der Unterschied bei Methodennamen ist, Methoden schreiben wir groß. Also Funktionen beginnen mit einem Großbuchstaben. Variablen beginnen mit einem Kleinbuchstaben. Ich würde euch empfehlen, haltet euch dran. Ja, weniger Verwirrung. Und nicht zuletzt, .NET Framework funktioniert genauso. Das ist nur ein Auszug dessen, was auch im .NET Framework so drinnen ist. Auch Methoden dürfen sprechende Namen haben. Auch Methoden dürfen sprechende Parameter haben. Also zum Beispiel hier void do something, ja, was soll do something sein? Outfloat res. Die Methode liefert einen Void, aber auch einen Out-Parameter. Wenn es nur einen Parameter gibt, den ich zurückgebe, ja, dann verwende ich diesen auch als Return-Wert. Wenn es mehrere gibt, kann ich das Out verwenden, kein Problem. Methoden schreiben wir mit einem Großbuchstaben. Methoden bekommen auch einen, also Parse groß, bekommen auch sprechende Namen, nicht String S, Bool X, ja, sondern was soll das sein? Was beim Methodenaufruf, was habe ich denn dann? Ja, Variablen klein geschrieben, auch Member-Variablen klein geschrieben, ansonsten bitte mache ich Eigenschaften. Außer Variablen bitte niemals groß, da Member-Variablen niemals public schreiben, davon sterben Eichhörnchen, definitiv, sondern wenn ich einen Zustand öffentlich machen will, dann bitte mit, also Eigenschaft mit getZ. So, was ist jetzt mit den Underlines davor? Ist etwas, über das sich wunderbar streiten lässt. Brauchen Member-Variablen einen Underscore vor dem Variablennamen oder brauchen sie ihn nicht? Ich persönlich mache ihn nicht. Andere schwören drauf. Einfach um zu erkennen, die Unterscheidung, ist es eine Member-Variable der Klasse oder ist es eine Variable der Funktion, also eine lokale Variable. Ich persönlich bevorzuge nämlich this Punkt zu schreiben. Ist auch einfacher, weil IntelliSense entsprechend hilft. Egal. Aber wie gesagt, ich mache es nichts, andere schwören drauf. Wichtig nur, im Team einigt euch. Einigt euch, was ihr machen wollt und dann zieht es durch. Ja, das ist nur ein Auszug aus ein paar so Sachen. Ja, Eigenschaften sind wie Methoden, öffentlich sind public. Meistens public, nicht immer, aber sind groß zu schreiben, das wollte ich sagen. Ja, Zustände, die man nicht lesen oder schreiben können soll, sollen natürlich auch nicht entsprechend zugreifbar sein. Also Zugriff immer so gut als möglich einschränken, so gut als sinnvoll einschränken. Andere Variante, Exceptions enden mit Exception.
Alle haben schon Exceptions in Visual Studio oder in .NET bekommen. Wer eine Exception bekommt, sieht, dass die ganzen .NET Framework Exceptions mit Exception enden. Also halten wir uns einfach dran und machen uns unsere eigenen Exceptions. Also erstens, machen wir Exceptions, vererben von diesen, und zweitens, nennen wir diese auch so. Delegates heißen gerne Händler. Asynchrone Methoden, die einen Task liefern, enden mit Async. Ja, auch das hat sich eingebürgert und bewährt. Das, wie gesagt, nur ein Auszug. Die große Empfehlung ist ganz einfach: haltet euch an das, was auch das Framework macht. Wenn ihr Java programmiert, haltet euch an das, was im Java Best Practice ist, also in Methoden zum Beispiel klein. Haltet euch in JavaScript am besten nach dem, was JavaScript so macht oder dort Best Practices. In .NET ist es das, was man auch aus dem Framework sieht. Dort sind eben auch Microsoft hält sich sozusagen an diesen und implementiert das ganze .NET Framework so. Also wäre es doch eine gute Idee, das auch so zu machen und sich an diesen Standard zu gewöhnen. Und wenn man dann eben, wie gesagt, JavaScript als Frontend auch verwendet oder macht, dann spricht ja nichts dagegen, wenn man zwei verschiedene Arten von Coding Guidelines verwendet. Ja, allgemein lässt sich ja darüber streiten. Genauso wie Einrückungen über Tabs oder Leerzeichen. Wunderbares Streitthema, im Endeffekt absolut egal, Hauptsache ihr macht's im Team alle gleich. So, wie hilft Visual Studio dabei, die Coding Guidelines ein bisschen besser, einfacher einzuhalten? Und zwar unter Tools Optionen oder Extras Optionen, sollte irgendwer das auf Deutsch haben, unter Tools Options gibt es was, das heißt Texteditor, und unter Texteditor wählen wir die Sprache C Sharp aus, dort gibt es Code Style. Und dort gibt es Formatting, und da gibt es zum Beispiel New Lines. Eine Variante, über die sich wunderbar streiten lässt, lässt die geschwungene Klammer in die nächste Zeile oder in die gleiche Zeile. Und hier gibt es einige Hackerl, die sind standardmäßig drinnen, und die können man zum Beispiel rausgeben, wenn man will, dass die in der gleichen Zeile ist, so wie im Code hier dahinter. Ja, wenn ich diese mal hier reingebe, und ich mache das ein bisschen größer, dann kann ich zum Beispiel die letzte geschwungene Klammer zumachen und er formatiert mir das entsprechend um. Jetzt ist die öffnende Zeile immer in der nächsten, öffnende Klammer immer in der nächsten Zeile. Was ist intelligent? In die nächste oder in die gleiche? Absolut egal. Hauptsache, ihr einigt euch auf einen Standard sozusagen. So, was passiert, wenn man sich komplett vertan hat mit irgendwelchen Einrückungen? Die sollte man natürlich beibehalten. Das erhöht die Leserlichkeit etc. etc. Ja, ich kann die letzte geschwungene Klammer zumachen, dann formatiere ich immer bei geschwungener Klammer zu den Code in den Klammern, oder ich kann machen Steuerung KD, Steuerung K und anschließend ein D, passiert eine Reformatierung des Dokuments. So, ich gebe das wieder weg. Ich bevorzuge nämlich allein aus Platzgründen diese Formatierung, Steuerung K und D, die geschwungene Klammer in die gleiche Zeile. Hier gibt es natürlich aber mehrere Settings. Hier gibt es auch das mit Spacing. Unten hat man übrigens immer eine schöne Vorschau, was denn das entsprechend macht oder ändert. Beim Methodenaufruf hier noch Klammern rein, ja oder nein. Hier beim Aufruf eine Leerzeichen oder da drinnen. Das sind so Spacing-Eigenschaften. Ich halte mich da eher am Standard, was standardmäßig eingehalten ist. Das ist okay für mich. Ja, wie gesagt, hier gibt es eigentlich mehrere Optionen, die man da entsprechend immer anwählen kann. Schaut es euch mal durch und einigt euch im Team, was ihr verwenden wollt. Aber wie gesagt, einigt euch. Nichts ist schlimmer, als wenn wir sich gegenseitig immer die Formatierung ändern. Das hat mehrere Nachteile. Punkt 1: Für die Versionsverwaltung eine Katastrophe. Ja, hier kann man auch die Tabs einstellen mit Smart Block, Insert Keep Tabs, Insert Spaces etc. So, warum ist es so wichtig, Coding Guidelines zu haben, vor allem im Team? Es dient zum besseren Verständnis. Es dient dazu, dass wir unseren Code auch schneller verstehen, wenn wir Code wieder ansehen, weil wir Variablennamen schneller erfassen können, weil wir eher verstehen, was der Code machen soll, was diese Parameter machen soll. Vor allem dann auch, wenn es der Kollege geschrieben hatte oder dann, wenn schon eine Zeit zurück ist.
Warum ist es auch wichtig, wenn ich in der Versionsverwaltung drin bin und einfach hier Code kommentiere oder Code schreibe, dann diesen Committer, also in die Versionsverwaltung reingibt, dann holt sich der Kollege die Version raus, formatiert mal neu drüber und sei es nur die geschwungenen Klammern ändern, was man hier gesehen hat, dann hat sich sozusagen das gesamte Dokument verändert, obwohl eigentlich gar keine Änderung da war. Das ist nicht super. Dann hat man auch in der Versionsverwaltung ständig so ein viele, viele Änderungen, die eigentlich gar keine sind. Ja, mal eine Änderung nachzuvollziehen, ein Feature nachzuvollziehen, wird dann eine Katastrophe, bis einfach im Endeffekt unmöglich. Macht keinen Sinn. Außerdem ist es viel zu ineffizient und mir wäre schade um die Zeit, wenn ich immer den Code vom Kollegen herumformatieren müsste, beziehungsweise wenn das der eine macht, ich würde auch die Reibungsverluste einfach minimieren und die nutzlosen Diskussionen über Spaces oder Tabs, über gleiche Zeile oder nächste Zeile einfach sparen. So, was gibt es noch für Tools? Visual Studio kann das. Es gibt auch Sachen wie StyleCop. StyleCop könnt ihr euch mal ansehen. StyleCop ist ein sehr strenger, je nachdem wie man einstellt, aber ein grundsätzlich sehr strenger Coding-Style. Ja, Validierer sozusagen. Der lässt dann zum Beispiel auch nicht zu, ohne Kommentare, dass man viele Leerzeilen drinnen hat, etc. etc. Also der geht noch viel tiefer bei der Code-Analyse. Es gibt auch noch andere Tools, aber StyleCop ist zum Beispiel eines davon. Na gut, das Video wird schon wieder zu lange, also viel Spaß bei den Coding Guidelines. Ich weiß, sie sind nicht optimal oder nicht das Lieblingsthema, aber gerade wenn die Codebase länger ist und nicht einfach nur so ein Hello World sozusagen, sondern mal zigtausende und Millionen Zeilen Code hat, dann hilft es einfach doch enorm. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.